Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die, wie es hier Mathilde. steht, Mathilde. Und ja, willkommen zurück zu Phasmophobia. Folge 3. Und Mathilde kauft jetzt eine Taschenlampe. Genau, ich habe mir gerade eine gekauft. Aber ich musste ein bisschen hin und her bewegen, weil Heinrichs Bananenschädel mal wieder vor meinem Lobby-Dings hier war. Hatte ich ein. Hä, ich. Hä, aber ich kann noch mal Salz kaufen? Ja, man kann das mehrfach machen. Also Videokameras kann man bis zu 6 kaufen. Ich habe hier gerade Antibabypille gelesen, aber ich bin auch Antibabypille. Bewegungssensor, Geisterbuch. Vielleicht sollten wir erstmal gucken. Shoppen. Ja, ich habe nur. Ich habe letztes Mal, bin ich der Meinung, ein Kruzifix gekauft. Ein Ja, aber Kruzifix. hier auf der Ausrüstung ist jetzt einfach. Ah, vielleicht hast du es nicht hinzugefügt. Immer auf Ach. hinzufügen. Oh, Da, da, da. Kruzifix. Kruzifix. Jetzt haben wir Kruzifix. Ich mag das Wort. Und ein Thermometer. Wofür wir auch immer ein Thermometer brauchen. Denn, guck mal, Mission. Also wir haben noch die Street Schwood Roadhouse. Anfängt ein zweistöckiges Haus mit Schlafzimmer, Keller, ein anderes Team ging ins Gebäude und scheiterte. Ja. Ja, Schwierigkeit und Englewood. Seine. Kleines einstöckiges Haus mit drei Schlafzimmern und einem Keller. Drin hier heute Morgen an. Sie erzählt heute an, als ob es diesen Ort heim sucht. Sehen Sie sich gründlich um und sammeln Sie so viele Beweise, wie Sie können, für das Geisterentfernungsteam. Du musst doch beim Vorlesen, da musst doch so, musst du spannend vorlesen. Jetzt sind die Zuschauer schon gelangweilt und eingeschlafen. Ich werde mir nächste Folge mehr Mühe geben. Oh, das war nur ein bisschen Kritik. Nee, du machst das schon super. Nächstes Mal mache ich mal einen Auftrag. Versuche ich mal mit meiner hübschen, erotischen Stimme Ja, mach den mal. Text wunderbar vorzulesen. Okay, ich würde sagen, wir machen vielleicht wieder zwei Missionen. Einmal erst hier diese zu eins, so Einstieg und dann das andere noch. Oder? Du hattest aber offscreen Ja, gesagt, wir wollten. eine Mission, eine Folge. Das hatten wir auch in der allerersten Folge. Ja, das hat man auch so gesagt. Ich glaube, dabei bleiben wir einfach bei. Dann werden die Folgen zwar ein bisschen kürzer, aber mein Gott. Dann haben wir es halt immer abgeschlossen. Boah, Finde ich ist schon irgendwie sinnvoll. okay. Also, welches wollen wir denn hier? Das einfachere? Das Einfachere. Okay, machen wir Was das. brauchen wir dafür? Steht da irgendwas dazu? Nee, ne? Nö, dann, Ghostbusters! Du, 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 mit I'm afraid Kruzifix. of no. I'm Ach not nee. afraid of no. Du-du-du-du-du. Tipp! Geister sind Du-du-du-du-du-du. dafür bekannt, ihre Opfer zu stalken. Echt, Geister machen das nur? Halten Sie Ihren Stand oben, nehmen Sie im. Ach, Plüsch. Nein, na, hoffentlich hast du jetzt die Aufnahme nicht beendet. Ätzchen. Muss mal kurz checken, ob meine Aufnahme noch. Danke, Katze. Läuft noch, oder? Aber ich So, hänge mal okay. 90. Ich hänge mal 90%. Warum geht's bei mir nicht Ah, weiter? deswegen sehe ich Hallo? hier auch noch nicht die optionalen Ziele. Ah, Geist. das ist Juhu. aber der Grundriss, den war schon okay. Also von diesem einfachen Haus, ja? Mein geistiger Zustand. Ach so, wollte ich gerade sagen. Der sinkt im So, Ladebildschirm. also optionale Ziele. Ziel 1. Ja. Entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Klassiker. Ziel 2. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geisterevents werden. Was ist ein Geisterevent? Ja, zum Beispiel, keine Ahnung. Ziel 3. Hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, Sie heimzusuchen. Und erreichen Sie einen durchschnittlichen Geisteszustandswert von unter 25%. So, ich habe für Sie einigen. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Donna Brown. Dieser Geist scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemanden, der allein ist, zu antworten.
sprechen Sie den Namen des Geistes aus, um ihn zu verärgern und ein paar übernatürliche Ereignisse zu provozieren. Ziehen Sie oft das Journal J zu Rate und vergessen Sie nicht, Ihre Beweise auf der letzten Seite zu notieren. Du hast dein Kruzifix gefunden. Kruzifix! Wie hieß die Dame? Ich hab's schon wieder vergessen. Donna Brown. Donna Brown. Ich muss noch mal gucken. Option. Nee, shit. Weißt du es noch? Bei welcher Taste man hier laut redet und so? V, glaube ich. V und B, ne? Aber ja, ich bringe das immer mit so einem Kriegsspiel, was ich spiele, durcheinander. Da ist es CVB, glaube ich. Oder XVB oder XCV. Ah, ich kann nichts mehr. Ich habe jetzt die Taschenlampe, die UV-Lampe und Apparat mit. Ja, ich habe hier dieses komische Geistermeter-Dings. Das Geistermeter. Okay, da müssen wir gegebenenfalls nochmal zurückgehen. Aber ich habe jetzt eine vernünftige Taschenlampe. Okay. Verstand. Vielleicht sollte man sich das mal durchlesen. Oh, ich bin, glaube ich, voll der Totaldödel. Okay. Oh ne, doch nicht. Das ist gut. Was machst du da? Ach ne, C ist ducken, das kann nicht sprechen sein. Das muss V und B sein irgendwie. Hörst du was? Hörst du was, wenn ich was sage? Hörst du was, wenn ich was sage? Ja, ich höre was, wenn du sagst. Auf welcher Taste war das jetzt? V und B. Test. Ja, ich höre dich doch. Test. Ja, jetzt höre ich dich auch. Hä? Hey? Das eine muss ja ein Chat zwischen uns sein, das andere... Ja, das eine ist ein globaler Chat und das andere ist ein globaler Chat. Ja, ich... Theoretisch haben wir übrigens nur 5... Mal. Achso, wir müssen rein. Nö, die Zeit läuft erst, glaube ich, wenn wir hier... Ja, ich kriege hier bloß bei Optionen nur noch Lautstärke und das war's. Also, darum... Oh, deine geistige Gesundheit hat schon 1% abgenommen. Du kommst da nicht rein, ich hab den Schlüssel. Donna Brown. Hallo. Hallo. Oh. Geht's los? Ich hole mal ein Kruzifix. Aha. Oh, wie war denn das hier? Hä? Wie mache ich denn die scheiß Türen wieder auf? Einfach mit Linksklick den Türknauf. Das war ein bestimmter Scheißmarder. Du dreckiger Kackmarder. Geh aus. Ach gut, das ist damit. Ja, ich habe hier einen Punkt. So, es sind 5, Heinrich, nicht 4. 5 ist ein kompletter Ausschlag. Ich denke immer bei 4 eine total Geisterattacke. Ich nehme hier schon mal zu V-Licht. Ist ja gerade noch. Ja, ich gehe schon mal in den Keller. Da ist ja auch die Sicherung. Kein Schalter hier. Ich glaube, der war unten. Oh, wer baut denn unten einen Schalter hin? Da habe ich mir doch schon das Genick gebrochen. Er ist doch wohl wahr. Da oben muss der Schalter hin. Da oben. Wenn ich hier runtergehe, dann bin ich schon tot. Und dann kann ich erst das Licht anmachen. Super. Also den war noch hier. Also hier ist kein Signal. Kein Geistersignal. Donna Brown. Ah. So im Flur mal auch kein Licht angemacht hat. Ach du Scheiße, die kleinen Schränke kann man auch aufmachen. Ich dachte gerade, wie gruselig wäre es, wenn im Schrank jemand sitzen würde. Dann kann ich die aufmachen. Sicherung ist raus. Ja. Dann wird er wohl im Keller sein. Bist du? Ich bin hinter dir. Ach, du bist.
Ich bin bewaffnet, ich habe ein Kruzifix. Kein Ausschlag. Nee, scheiße, hier ist ja kein Sicherungskasten. Der ist in der Garage. Ah, Garage, letztes Mal war er im Keller. Ich habe einen Ausschlag. Ich sehe dein Popo. Sorry. Kennt ihr das doch von früher, wenn so was gemacht wurde? So essen sie gleich. Dumme Sprüche? Bei Nachtwanderungen dumme Sprüche, weil man Angst hatte? Genau so ist das auch bei. Ja, ich habe Angst. Donna Brown, bist du da? Hast du mit UV schon was gesehen? Dann muss das Licht ja auch sein, ne? Nee, das sieht man auch so. Okay. Warum ist nicht schon das Licht aus? Hä? Ist hier eine Sicherung kaputt? Im Wohnzimmer hier kriege ich kein Licht. Oder? Was leuchtet? Wir waren noch gar nicht durch. Hier ganz hinten links, glaube ich, der Raum fehlte. Ach, das Klo auch noch. Kinderzimmer. Wieso sind Kinderzimmer gruselig? Kinder sind gruselig. Hier ist ein Rechner. Mit CD-Laufwerk. Das wäre jetzt voll gruselig, wenn dieses Schaukelpferd anfängt. Ah, ich glaube, diesen Rasierer habe ich schon gesehen. Also muss hier eine Frau oder ist das ein Herr? Hat er sich jetzt hier die Beine rasiert im Bett? Weil das ist ein Automagazin? Bett? Smartphone, Gitarre, Funkmaus. Aber die Tastatur ist ja wohl eklig. Ist das eine Dell-Tastatur? Das ist halt eine graue Taste. Ja, so total 2 Euro auf dem China-Markt. Ich glaube, ich rufe mal das Geisterjournal. Ja, es braucht. Ja. Das schlägt hier irgendwie nicht aus mit diesem Gerät. Was hat man noch für Möglichkeiten? Da dieses Radio. Stimmt. Oh, draußen regnet's. Hier sind ja. Ist hier ohne mich drin? Donna Brown, hörst du mich? Donna Brown, hörst du mich? Ach, du hast dieses Rauscheding. Ist erkannt. Oh, hier ist ein Safe. Ist jemand hier? Wollen wir den Safe mitnehmen? Hörst du mich? Ist jemand hier anwesend? Hä? Das Nachtsichtgerät von unserem Kind ist angegangen. Ach so. Oh. Donna Brown, hörst du mich? Donna Brown, ich bin auch da. Ich hab hier immer mal wieder so einen erkannt. Ja, ist doch gut. Aber das Donna Licht im... Brown, hörst du mich? Oh, Sicherung ist wieder raus. Ja. Oder ist die Wohnung einfach nicht für die hallo, so viel Strom ausgelegt? Da? Oh, mir ist kalt. Hier, wo bist du denn? Auch beim Auto. Oh. Hier ist ein Hammer geflogen. Komm zu mir beim Auto. Also hier in der Garage. Ist jemand hier? Definitiv. Hörst du mich? Donna Brown. Wir brauchen ein Ausschlagsding. Es ist definitiv kalt. Aber hier liegt ein Hammer. Ich leg hier mal was zum Schreiben hin.
Ja, ich hol mal, weil das Ausschlagding, das funktioniert hier bei dem Geist nicht. Doch, weil ich hol das. Ist jemand hier? Ich hol das Buch. Oder hast du es mitgenommen? Ah, ich hab's mitgenommen, das liegt hier schon. Gut, was hat man noch? Bist du hier? Hört mich jemand? Weißt du noch, was man fragen sollte beim Buch? Ich messe jetzt hier das Tempo mehr, der Tempo, die Temperatur. Hört mich jemand? Ich höre Ich höre dich. dich. Oh, hier, minus 8 ist das kalt. Oh, minus 4. Minus 7? 19? Hä? Donna Brown, hörst du mich? Ah, minus 9? Minus 8? Minus 6? Hier ist sehr kalt. Ist jemand hier anwesend? Hier, wo ich bin. Minus 11. Das Buch liegt bei dir? Hier ist das Buch, falls du mit uns kommunizieren möchtest. Kannst du es bei mir hier hinschmeißen? Also ich habe hier gerade Atemrücken. Also bei mir ist es gerade wirklich scheiße. Also bei mir sind minus 11 gewesen. Ich komme mal zu dir, auch minus 9, minus 8 ist okay. Oh, irgendwas ist hier. Was habe ich gerade Oh, bei rausgehört? mir war sie vor mir, ich habe sie gesehen. Ist das reingeschrieben? Donna Donna Brown, trag doch Brown, mal trag bitte doch mal was ein, bitte du was ein, du Dominus. Dominus. Nee, ich bin der Meinung, die verlässt die Garage nicht. Die ist an der Garage gebunden. Oh. Mache ich Licht an? Naja. Ich mach's mal wieder aus. Hab jetzt noch mal Kamera hier. UV? Nee, diese andere Kamera. Oh ja! Holy, die Gruselkamera. Ja, die. Dann gehe ich mal raus, wenn ich im Bild stehen. Und? Aber das Auto ist wieder angegangen. Hä, was machen wir denn falsch? Ja, auf jeden. Ja, das sagt mein Thermometer auch. Ja, die geht doch, glaube ich, hier nicht raus. Kann ich hier den Teufel austreiben? Donna Donna Brown, ich Brown, ich treibe dir den treibe dir Teufel den Teufel aus. aus. Geh Geh hinfort. hinfort. Hinfort mit dir, Hinfort Donna mit dir, Donna Brown. Brown. Jetzt habe ich Ist Hunger, jemand Brown. hier? Also sie schreibt nicht, sie spricht nicht, sie ist nur kalt. Licht flackert hier. Vielleicht liegt das daran, weil du die ganze Zeit mit dem Kruzifix hier drum rennst. Ich kann auch Thermometer nehmen. Lass mal kurz rausgehen, sonst werden wir verrückt. Wir müssen noch unter 25% von der Gesundheit kommen. Ach so. Aber wir haben bis jetzt nur Temperatur. Lass uns mal kurz nachdenken. Im Fahrzeug. UV haben wir nichts gesehen. Doch, hast du UV im Dingsbums gecheckt? Noch mal mit, aber hier die Kamera können wir. Beweis ist bisher nur Geisterob kenne ich nicht. Gefriertemperatur. Und Gefriertemperatur kann bestimmt alles sein, oder? Oh, Fotos sind auch schon drin von dir, aber. Also, was kann es denn sein? Also wir haben bisher nur Gefriertemperatur. Ja, also Gespenst. Phantom. Banshee, Mare, Oh, Dämon, Banshee. Yuri. Och, es ist ganz viel. Scheiße. Das Buch liegt da noch. Kruzifix. Thermometer haben wir jetzt geklärt. Das brauchen wir jetzt nicht mehr.
Ich nehme jetzt noch mal. Das ist die Ja, die Fotogra. habe ich schon genommen. Die ist leer, ja? Ja, die ist voll. Ach so. Dann nehme ich. Wo soll ich dieses Ding noch mal mitnehmen? Du machen. Ich habe jetzt noch mal die UV-Lampe und die andere Kamera, die stelle ich auf jeden Fall noch mal im Auto, beim Auto. Ach, das Auto piept schon wieder. Haben wir es nicht ausgestellt? Ach, jetzt habe ich gar nicht mal auf unsere Gesundheit geguckt. Oh, zwei. Vier. Oh, ich hole mal einen Kruzifix. Ja, bitte. Ich habe irgendwas gemacht. Ich bin tot. Ne, ich lebe noch. Ich bin irgendwie unterm Keller gewesen. Jetzt ist das Licht aus. Jetzt bin ich im. Das hattest du, glaube ich, auch schon mal. Bin im Jenseits. Oh, ist aber hell draußen im Ich Jenseits. habe ehrlich gesagt keinen Bock, das alleine zu machen. Zu großer Schisser. Aber ich bin noch bei dir. Nee, du bist tot. Nein, ich guck mal, ich bin noch bei dir. Nee, ich sehe. Ich sehe dich. Geh ins Haus. Nope. Geh ins Haus. Oh, wir haben auf jeden Fall einen Wert unter 25 erreicht. Ja, toll, das interessiert mich ein Pups. Behinderchen, Wir haben ich hab hier doch. schon zwei Ziele erledigt. Ja, aber ich hab mein Kruzifix. Ich hab mein Kruzifix ausgewählt. Wie soll ich den hindern, mich heimzusuchen mit Hab Kruzifix? keine Ahnung. Gibt's eine Hauttaste? Keine Ahnung. Rechtsklick. Ja, und wir wissen immer noch nicht. Ach so, Rechtsklick, ja, das kann sein. Scheiße. Hattest du EMF Ebene 5? Nee. Drei oder vier war das Größte. Also wir können echt nur raten, was für ein Kackgeist das ist. Mir fällt auch nichts mehr ein. Kann ich den Geist jetzt nochmal sehen? Oder Ich glaube nicht. Bist bin du? ich schon tot? Ach, hier sind tatsächlich Sterne. Ach, schalten Sie die Lichter Ah, aus. ich sehe mal eine Leiche. Kann ich da wieder zurück? Interagieren. Hallo, aufstehen. Hilf mir mein Kruzifix. Doof. Ach so, er hat mich hier erwischt und hat mich da mitgeschleift und dann habe ich meine Sachen hier rausgeschmissen. So, soll ich dir einen Tee aufsetzen? Holy, ich kann die Teemaschine nehmen. Teekanne. Hä, wieso kann ich denn Sachen benutzen? Aber ich kann keine Taschenlampe nehmen. Was macht denn. Ganz alleine habe ich echt Schiss. Aber was macht denn das jetzt für Sinn, dass ich jetzt Gegenstände nehmen kann? Ah! Das war ich. Entschuldigung. Hier, Teekessel. Hui! Kann ich auch die Brotdose nehmen? Nö. So, ich gehe jetzt einfach mal mit der Kamera lang, in Hoffnung, dass sie was aufnimmt. Ich hoffe, wir probieren wir jetzt die Sachen, die rumliegen. Und tschüss, Mathilde geht jetzt und erklärt diesen Auftrag als beendet, weil der Scheißgeist hinter mir her ist und ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht sterbe. Ach, die Tür ist zu bei dir. Ich sehe ihn nicht. Ist ja doof. Kriegt die Erstmal. Scheißtür nicht. Hinter dir! Ja, Hinter die Tür dir! geht nicht auf. Ja, super. Oh, Scheiße, Ich habe die Tür nicht aufgekriegt. ich hab die Tasse gerufen! Wieso der Hengst? Oh, Hi! ich sah, ich hab dich gerade doch gesehen. Oh, Oh, Kacke! aber Vertragsauszahlung $10 haben wir trotzdem bekommen. Die gesamte Ausrüstung, die wir mitgebracht haben, haben wir verloren. Fuck! Ich hab doch gesagt, wir hätten fahren sollen, aber nein! Was? Mein Kruzifix. Das war ja ein Kackhaus.
Jetzt haben wir keine Taschenlampen mehr. Doch, hier ist Gut. eine Lampe noch. Ich glaube, das ist. Also eins ist wahrscheinlich Minimum, weil die zweite Kruzifix ist weg. Komm, ich kaufe dir eine neue Taschenlampe. Und ich kaufe nochmal. Dann kauf du ein Kruzifix. Oh, es Habt gibt jetzt sogar. schon eine Kerl. Ich habe eine Ge Echt? Gut, dann. Taschenlampe. Dann kaufe ich mir eine starke Taschenlampe. Okay. Ach nee, ich habe sie gekauft? Oh, verdammt. Nee. Kaufen. Was ist jetzt, wenn ich die Taschenlampe nicht haben will? Hey, ich habe sie ge. Hier zeigt oben an. Achso, mal ich hinzufügen können. Scheiße. Wenn ich jetzt Minus nähe, verliere ich die dann? Oder kriege ich das Dann Geld sind die wieder zurück? zurück. Nein, unter den Spielerinventar, wenn ich jetzt auf Minus gehe, wird die dann verkauft? Nein, dann nimmst du sie halt nur nicht. Dann kaufe ich mir jetzt, sagen wir, drei Taschenlampen. Jetzt kaufe ich keine starke Taschenlampe. Aber ich kaufe noch ein Kruzifix. Das mit dem Kruzifix regt mich auf. Aber wir wollten jetzt sowieso erstmal die Folge beenden. Ja. Kruzifix. Dann, ja. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir sind die schlechtesten Geisterjäger ever. Liken, kommentieren nicht vergessen. Das nächste Mal, wenn ich sage, ich hau hier ab, dann hau ich hier ab. Ja, also wir wissen jetzt, einer muss überleben. Und ich glaube, du bist immer gleich die erste Person, sobald jemand tot ist. Ja, jetzt raus, 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 raus. Ich musste mal gucken als Geist, aber als Geist greift er mich nicht mehr an. Hätte sein können, dass du dann nochmal gejagt wirst oder so. Aber ich verstehe nicht, wieso ich Tassen nehmen kann und auf einmal konnte man das vorher auch? Ja, zum Ja, Ja, Schlüssel, vielleicht aber. weil du ein Geist bist und auch rumspuken. Ja, aber vielleicht, meine Idee war vielleicht, dass ich den Geist damit behindern kann, weißt Wäre du? auf jeden Fall praktisch, wenn du scheinst ja den Geist gesehen zu haben, richtig? Ja, ich hab mich ja, du warst ja an der Tür. Ich stand so auch mit dir an der Tür und ich habe die Tasse dahin geworfen. Eigentlich habe ich nicht getroffen oder die ist Ah, einfach nur ich einen habe Meter auf diese dem Boden gefallen. verkackte Tür habe ich halt nicht aufgekriegt. Diese verkackte Tür. Gibt es eine Brechstange zu kaufen? Naja, Warte mal ganz also, wie kurz. gesagt, das schauen wir uns vielleicht einfach von. Das war, was für ein Geist wissen wir nicht, oder? Ah. Können wir die Mission nochmal machen? Oder ist sie komplett daneben? Ach, das nervt mich trotzdem doppelt. Egal. Lasst mal einen Kommentar da, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao. Tschüss.